sammeln. Und daraus machen wir jetzt halt Bärlauchpaste. Kein Pesto. Pesto wäre ja schon Käse und Nüsse mit drin und andere Zutaten. Aber ich habe festgestellt, dass die nicht so lange halten. Deswegen machen wir nur das Pesto. Und später, wenn wir es verzieren wollen, können wir immer noch Paste draus machen, indem man dann Käse und andere Zutaten zugibt. Dazu brauchen wir 120 Gramm zum Verarbeiten Bärlauch. Dann noch 15 Gramm Salz und 100 Milliliter Olivenöl. Ich ersetze das durch Rapsöl oder Sonnenblumenöl, weil wir da immer unsere kleinen Gebinde kaufen. Und da gibt es in Olivenöl leider nicht. Was benötigen wir noch dazu? Wir haben hier einen Mixer, der auch zum Zerkleinern von Eiswürfeln gedacht ist. Der funktioniert recht gut. Und mehr als diese 120 Gramm lassen sich da schwer verarbeiten. Sonst läuft alles oben raus. Ich muss einfach mal den Mixer auseinander. Und dann auch reinkommen. Und die 120 Gramm, die wenn wir so reinschmeißen in großen Blättern, dann tun wir uns ziemlich hart. Deshalb schneiden wir die mal in etwas kleinere Fetzen, die sich dann leichter in den Mixer einfüllen lassen. Und selbst da wird es mit den 120 Gramm Bärlauch schon eng. Darum habe ich das Originalrezept einfach gedrittelt. Das geht von 360 Gramm Bärlauch aus. Die schaffen wir allerdings nicht. Wenn wir Bärlauchblüten finden, also sind es jetzt Knospen, dann legen wir die zur Seite, dann machen wir dann einen Bärlauchessig daraus. Dann noch da oben rein. Dann machen wir das ein bisschen klein, damit es auch mehr reinpasst. Der Vorteil bei dem Mixer, man kann sich nicht verletzen, indem man reinlangt und der dann doch noch losläuft, weil ja der Mixeraufsatz eigentlich gar nicht drauf ist, wenn man das reinfüllt. Dann wiegen wir gleich noch 15 Gramm ab. Reinverteilen. Und 100 Milliliter Olivenöl. Bisschen mehr als 100 Milliliter. Auch nicht weiter tragisch. Wie gesagt, welche Rezepte sind Anhaltswerte für mich. So, geben wir oben mal ein bisschen was drauf. Nicht alles. Und ich das alles mal klein. Dann noch ein bisschen Öl drauf. Das restliche. Gut klein machen. Sehr gut klein machen, dass es danach auch schön rausfließt. Gut. Machen wir einen Löffel. Das hier oben mal reinputzen. So, das Grundrezept dafür ist jetzt eigentlich schon fertig. Die Messer lassen sich hier bei dem Mixer leicht rausheben. Dann schauen wir mal, ob wir das Ganze in die 240 Milliliter Gläser reinkriegen. Ich glaube nicht, dass das ganz funktioniert. Aber Versuch macht durch. Wenn nicht, dann teile ich es lieber auch mehrere auf. So, diesmal bleiben wir ein bisschen weiter drunter. Warum? Weil hier oben dann noch ein bisschen Öl aufgeben, sodass eine Ölschicht über den Bärlauch noch zu liegen kommt. Die sollte ungefähr so halber Zentimeter dick sein, damit wir einfach einen Luftabschluss erreichen. Also, vorsichtig nochmal Öl drauf gießen. So, und zudrehen. Und so kann man die dann kühl lagern. Wir haben eins festgestellt, manchmal fangen die an zu gären. Das ist eigentlich, ja, man sagt, das ist schlimm. Nachdem so viel Salz drin ist, wird es eine Milchsäuregärung. Das heißt, es wird nur etwas saurer, aber das Aroma bleibt trotzdem erhalten. Also ihr seht schon, 120 Gramm
Das ist mehr als in so ein kleines Glas passt. Daher auch immer diese etwas kleineren Portionen von mir. Das kann man auch mit einem größeren Mixer machen und dann lässt sich es auch leicht aufteilen. Ich habe keinen größeren im Moment zur Hand. Ja, die fertigen Gläser müssen jetzt nicht unbedingt im Kühlschrank stehen, aber an einem kühlen Ort sollten sie stehen. Und ja, dann nehmen wir die da raus, reiben ein bisschen Parmesan oder anderen Käse rein, je nach Geschmack. Ein paar Nüsse oder andere haben Nussallergie, können keine Nüsse reinmachen. Dann gebe ich dafür jetzt auch kein Rezept. Sucht ihr euch am besten was raus. Google macht es möglich oder andere Suchmaschinen, einfach Rezepte zu finden. Was ist der Vorteil daran, wenn man sich selber macht? Ich habe letztens am Wochenmarkt mal geschaut, was es kostet. So ein kleines Sträußchen. Vielleicht nicht mehr wie, ja, wie das hier. Kostet 3 Euro. Könnt ihr euch vorstellen, davon kriegt man nicht mal ein Glas voll. Das wird dann entsprechend teuer. Wenn wir es nur selber machen, wissen wir wenigstens, was drin ist. Es ist frisch und wir sparen auf jeden Fall eine Menge Geld. Da wir jahrelang Schraubgläser gesammelt haben, haben wir jetzt auch viele Schraubgläser übrig. Und ich fülle jetzt auch mal, weil ich so kleine nicht mehr habe, einfach mal ein bisschen größeres. Schmeißt man ewig die Gläser. Man zahlt sie zwar mit, aber man wirft sie weg. So spart man auch ein Stück weit. Eine Anmerkung, weil ich die Leute ja kenne, meine Pappenheimer. Es denkt sich jeder, cool, so ein kleines Sträußchen, so viel Geld, das sammle ich jetzt. Das Feld, das ihr gesehen habt am Anfang, ist ungefähr 2 Hektar groß. Da würde man viel zusammensammeln können. Ich finde es anderen gegenüber unfair. Wir nehmen immer nur mit, was wir im Jahr verbrauchen. Dieses Mal sind 7 Gläser geworden, 6 hätten eigentlich auch gereicht. Und isst nicht jeden Tag Spaghetti mit Bärlauchpesto. Ein bisschen was ist sogar noch übrig geblieben, das kann man später mal aufs Brot machen. So, jetzt zeige ich euch gleich noch die anderen beiden Rezepte. Wir haben genug Knospen übrig. Die anderen beiden Rezepte, ein Bärlauchöl und ein Bärlauchessig. Da braucht man nicht viel, wie gesagt, Knospen. Ein Glas, ich mache jetzt ein bisschen mehr Essig, als ich Öl mache. Da haut ihr einfach mal die Blütenknospen rein. Und das zweite Glas auch gleich. Das wird dann das Öl. Nachdem ich das Öl eh schon herausen habe, wird das gleich fertig gemacht. Ihr seht, ich lasse die Stiele dran, weil die auch Geschmack geben. Ihr könnt aber auch die Knospen direkt, so wie die hier, abzwicken unterhalb. Das ist eigentlich ziemlich egal. Dann nehmen wir, haben noch ein bisschen drin, Öl oder das Öl auch direkt aus unserem schönen großen Kanister. Füllt das gut auf. Öl ist fertig. Zudrehen und in den Kühlschrank damit. Dasselbe machen wir jetzt mit dem Glas hier. Und so mal kein Öl rein, sondern 5-7%igen Essig. Und wenn irgendwas raussteht, dann kennt ihr ja meine Vorgehensweise schon. Da nimmt man etwas Frischhaltefolie. Knüllt die ein wenig zusammen. Und kann so verhindern, dass die Sachen oben rausstehen. Auch das Glas stellen wir jetzt in den Kühlschrank für 14 Tage will ich stehen lassen. Nach 14 Tagen sollte es durchgezogen sein. Das war's schon. Vom Rest des Bärlauchs habe ich mir ein leckeres Bärlauchbrot gemacht. Solche Pestos oder Pasten kann man im Grunde aus allen Kräutern machen. Das ist nicht nur aus Bärlauch, sondern auch aus Giersch, aus Brennnesseln. Sie haben einen unterschiedlichen Geschmack. Die Brennnessel trockne ich lieber für Brennnesseltee, der wirkt auch noch blutreinigend. Ja, dann lasse ich ihn mal schmecken. Wer arbeitet, darf auch probieren. Super. Ja, ich wünsche euch viel Spaß bei der Bärlauchernte, beim Bärlauchpaste herstellen. Vielleicht macht ihr auch Essig und Öl. Bis zum nächsten Mal.